Okay. Bisschen erleichtert uns das ja trotzdem. So. So ein paar asoziale Schreien anscheinend draußen wieder rum. Ich dachte vor kurzzeitig erst einmal, das ist im Let's Play, aber also dass es irgendwas an der Mucke war, aber das war offensichtlich ein Irrtum. Da sieht man mal wieder, wie hirnamputiert manche Menschen sind, dass die um 22:16 Uhr hierher kommen und rumschreien wie die Irren. Ich habe was vergessen, ich hätte vielleicht düngen sollen vorher, ich Idiot. Rausnehmen in dem Fall. So. Sochen. Gut, dann kann man den Rest mal wegräumen. Okay. Ich verstehe auch ernsthaft, ich muss jetzt mal ernsthaft kurz was dazu sagen. Normalerweise versuche ich das jetzt zu vermeiden. Aber tatsächlich, weiß gar nicht, ob man es jetzt immer noch hört, aber ich muss jetzt so echt mal sagen, was für ein lächerlicher Kindergarten das überhaupt ist. Ich meine, mal im Ernst. Es ist weder ein erwachsenes Verhalten, noch ist es irgendwas Intelligentes. Ich meine, die Leute kommen hierher, stressen hier rum. Machen hier irgendwie mitten in der Nacht Radau, sodass sie jedem auf den Sack gehen, der hier wohnt. Und gleichzeitig machen sie das unter anderem deswegen, weil sie mir auf den Sack gehen wollen, was mich an sich überhaupt nicht interessiert, weil ich mache jetzt auch mein Let's Play ganz normal weiter. Was noch dazu kommt, ist, dass sie sich immer damit rausreden und rechtfertigen, ja, ich bin so schlecht, ich habe so viel Scheiße gebaut, ich habe dies und das und das und jenes gemacht. Und letzten Endes sind aber sie diejenigen, die hier Leute aktiv belästigen. Ich meine, das ist ja jetzt echt nicht irgendwie, weiß nicht. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Weil es ist eigentlich in meinen Augen total lächerlich. Aber, keine Ahnung. Wenn die Leute so viel Freizeit haben und so viel Kohle und Zeit und alles. Na gut, aber wir müssen jetzt dann nach der Folge sowieso den Ding beenden, den Part. Was für ein Kindergarten. So. Überwachungskameras sind sowieso an, von daher schneiden sie sich bloß das eigene Fleisch, wenn sie irgendwas anstellen. Hast du Durst, Hund? Wie schaut es eigentlich mit unserem Hund aus? Mag der uns? Oh, der ist neutral zu uns eingestellt, der hat keine Liebe oder Hass gegen uns. Hass kann er sowieso nicht empfinden. Hass ist keine Emotion. Schnauze. So. Ich rufe mal eben trotzdem die Polizei, nur für alle Fälle. Ich bin gleich wieder da. Wir machen auch ganz normal weiter gleich. So, weiter geht's. Mal sehen. Haben wir noch andere Dinge da? Nein, sieht nicht so aus. Ach ja, mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Vor allem, ich würde es ja verstehen, wenn morgen Samstag wäre, aber morgen ist ja nicht einmal Samstag. Es ist morgen, also es ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Oder ist morgen irgendein Feiertag? Bisschen leiser machen. Alexa, ist morgen ein Feiertag? Der nächste gesetzliche Feiertag in Bayern ist Karfreitag am Freitag, den 19. April 2019. Alles klar. Das ist noch ein bisschen hin.
Also, ich verstehe es nicht einmal, wenn morgen kein Feiertag ist. Warum? Oh, ich könnte die Geoden nicht mehr öffnen, wenn ich wollte, habe ich gerade gemerkt. Wir haben keine Kohlen. Ich glaube, ich brauche 10 pro Geode, um sie zu öffnen. Das müsst ihr euch mal geben. Es ist unter der Woche. Es ist abends 22 Uhr. 22 Uhr, 19 mittlerweile sogar. Und die stehen nachts vor meiner Haustür, schreien hier rum. Ich kapiere nicht, wie man so asozial sein kann. Und sich dann damit rausreden, dass ich irgendwas irgendwann irgendwo mal gemacht habe. Naja, mir wäre es neu, dass ich bei irgendwelchen Leuten vor der Haustür stehe und rumschreie. Noch dazu mitten in der Nacht, unter der Woche. Skelette. Skelette könnt ihr euch sicher denken, das ist die gute alte Zelda-Manier.